So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und wie es ausschaut, morgen übermorgen muss ich dann diese Rohrkatze dann vollenden, damit ich schon mal eine habe. Und die drei Puzzleteile kann ich erstmal im Lager drin lassen. Kann ich ja irgendwann mal später vollenden. Und wir haben ja die Hyäne drin. In der Retro-Truhe. Ich habe mir schon die eine geöffnet und habe auch schon das eine Puzzleteil ja schon bekommen. Von der Tüpfelhyäne. Und ich habe noch in dem Glücksrad heißt es ja, ein Puzzleteil von dem Commodore-Rad hier bekommen. Das heißt, dass ich jetzt sozusagen zwei Commodore-Warane haben kann. Tiere, da ich ja einen ja schon habe. Da ist ja der eine und den zweiten kann ich ja dann irgendwann mal freischalten, wenn es soweit ist. So, apropos Hyäne. Wir haben ja ein neues Tierchen, was ich ja im letzten Video ja gezeigt habe. Und jetzt zeige ich euch mal das Bildchen von dem Tier. So, da haben wir ja die Hyäne, die zurzeit ja in der Retro-Truhe ist. Und da haben wir die Schabracken-Hyäne. Das wird das neue Tierchen sein, was irgendwann mal freigeschaltet wird. Wer weiß, vielleicht wird es sogar das Sommer-Event, ja. Das weiß ich noch nicht. So, dann gehen wir mal wieder ins Spiel. So, im Spiel hatten wir ja vor kurzem ja 40% hier auf die Grundstücke ja gehabt. Da ich aber leider kaum Geld hatte, habe ich ja auch kaum was gekauft an Grundstücken. Deswegen ist es bei mir so alles vorbeigelaufen. Es ist so ein kleines Sommerloch bei mir zurzeit im Spiel. So, was ist denn auch noch passiert im Spiel? Sonst eigentlich gar nichts. Versuche jetzt zurzeit die Geparden auch mal einmal zu züchten. Mal schauen, wie lange das dauert. Die sind auch nicht so züchtwillig, die Tierchen. Meine Tapirs stehen hier auch noch rum. So. Ich kann zwar eine Menge Tiere hier, oder besser gesagt, fünf Tiere könnte ich hier mal freischalten. Es fällt hier immer noch ein Puzzleteil bei mir. Für den Grabenwarspiel. Ja, Grabenwarspiel, genau. Immer noch nichts bekommen aus der Truhe, Freundschaftstruhe. Ja, meine Mitarbeiter sind jetzt auch zu Ende gegangen. Lucy habe ich nicht mehr. Habe ich auch keine Puzzleteile, gar nichts mehr davon. Jetzt muss ich alles per Hand sauber machen. Ja, wenn so wie mein Plan so ist, wird wahrscheinlich am 28. dann eine Page kommen. Für das Spiel und eine Woche später wird dann wahrscheinlich dann das Sommer-Event am 5. vielleicht 5. 7. wird es vielleicht starten, wenn alles so wie ich das geplant habe verlaufen wird. Da werden wir dann sehen, was sich die Entwickler da ausgedacht haben. Mal schauen, was da für Deko-Sachen alles kommen. So, zurzeit macht man ja im Club beim Fuchswettbewerb mit. Bei dem roten Fuchswettbewerb.
Und da sind wir ganz gut dran, sind wir, glaube ich, fünfter oder sechster Platz. Ja, sage ich ja, es ist irgendwie Sommerloch, dass irgendwie nicht so viele online sind im Spiel. Ich war ja auch kurze Zeit, ja, eine Woche ungefähr im Urlaub in den Niederlanden. Da haben wir so ein bisschen uns die Gegend angeschaut. Ein bisschen mit dem Boot herumgefahren sind wir. Hat ganz gut Spaß gemacht. Ist auch eine neue Erfahrung für mich gewesen, mit dem Teil zu steuern. Aber hat wirklich Spaß gemacht. War zwar auch nicht unbedingt billig, die Sache. Aber man muss sich ja auch mal ab und zu mal was gönnen. Und mit meinen Arbeitskollegen sind wir auch mal Go-Kart gefahren. Da habe ich ein paar Bilder und ein kleines Video bei mir in Instagram reingestellt. So. Ansonsten ist ja mein Urlaub jetzt schon seit einer Woche zu Ende. Und jetzt geht es wieder ans Arbeiten. Obwohl da zurzeit eigentlich nicht so viel los ist. Weil die Hälfte der Belegschaft irgendwie fehlt. Entweder Urlaub oder krank. Ja, so ist es halt im Versand. So. Bin ich ja bald fertig hier mit den Hauptzoo. Ah, ich habe schon Ewigkeiten mein Zoo selber nicht sauber gemacht und hat meistens ja nur die Lucy alles erledigt. Ja, bei den drei Zoos, was ich jetzt schon habe, das ist ja schon eine aufwendige Sache. Es wäre schön, wenn man UP erstmal ein bisschen mehr Lucys in den Kalender reinsteckt, dass man drei Teile wenigstens mal von der bekommt, dass man da in jedem Zoo mal die laufen lassen kann. Weil sonst wird es nur noch in Arbeit ausharren, dieses Spiel. Man braucht ja auch schon länger als vor einem Jahr, um das alles hier sauber zu machen. Naja, wenigstens bringen meine Shops schön Geld ein. Also ich brauche dann so ungefähr 3-4 Tage, um ungefähr eine halbe Million schon zu haben. Läuft ganz gut. So, dann bin ich ja schon mal fertig hier. In 7 Minuten ist dann wieder hier die Akademie fertig. Dann muss ich dann vorher aus dem Spiel rausgehen, damit da schon wieder nicht alles verbuggt wird und ich dann bei den Quest dann Minuszeichen drin habe. Passiert ja immer öfters. Und dann kann man die Quest irgendwie nicht beenden. Man muss dann wieder aus dem Spiel rausgehen, auch eine Zeit lang warten und dann kann man wieder reingehen und dann wird das Zeug wieder behoben sein. Das Problem ist aber, das, was du schon angesammelt hast, wird, glaube ich, gar nicht verrechnet. Ja, manchmal ist es so im Spiel, da machst du die Quest fertig, tust ein paar Tiere ins Gehege reintun, die neuen Babys und so. Und dann gehst du aus dem Spiel raus,
gehst eine Stunde später rein und wurde alles rückgängig gemacht. Ja, super. Eine ganze Stunde und alles verloren gegangen. Muss man alles wieder reinsetzen, wenn man sich noch daran erinnert, was man überhaupt da reingesetzt hat. Also früher war das irgendwie nicht so. Also nicht, dass ich mich so daran erinnere. So, und im Gehege sind wir fertig, da kann ich nichts machen. Hier sind immer noch keine Farbvarianten drin, obwohl hier schon alles eingezeichnet ist, aber mal schauen, wann die kommen. Die werden wahrscheinlich zusammen mit den Brühen wahrscheinlich freigeschaltet, weil sonst wird das auch gar nicht funktionieren, wenn man Farbvarianten hat, aber keine Puzzleteile. Ja, so wie UPS hier oder ein Moderator hier in Discord gesagt hat, dass UPS erst einmal eine gewisse Anzahl an Tieren im Terrarium drin haben muss, um da eine größere Vielfalt zu haben, damit dann nicht so oft die gleichen Puzzleteile angezeigt werden. Deswegen warten die so lange, bis da mehr Tiere drin sind. Aber ich weiß auch nicht, warum die da nicht einfach mehr Tiere reinsetzen. Die sind ja vorhanden, die neuen Tiere. Ja, wir warten mal ab, wann so alles kommt. Und mit dem Löwenmaskottchen, da ist auch bis jetzt noch nichts Neues dazugekommen. Wie, was war? Ach so, ich muss hier beim Kujale Park ja dreimal den Zoo vergrößern. Da ich aber jetzt keine Kohle habe und da ziemlich teure Grundstücke sind, lohnte sich für mich die Quest erstmal nicht weiterzumachen. Wie viel brauche ich denn da noch? 370.000. Da kriege ich schön 8 Truhen seltene. Kann man da ein bisschen dann Truhen öffnen. So, ansonsten hier bei mir ist voll, bei uns im Club ist auch volles Haus. Wir versuchen jetzt den sagen wir den neuen 10, 11, 32, 14, 15, 16, den 17. Platz schon mal freizuschalten. Den 17. Platz freizuschalten, aber das dauert noch, da braucht man ungefähr noch 500 Diamanten. Naja, wir werden sehen, was uns noch alles erwartet. Ich würde mal sagen, das reicht erstmal für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.